Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Montag, der 12. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Warum immer Finanzanleihen zu Hause, das erkläre ich heute im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Juni-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und LLB Österreich. 3.169 Punkte jetzt um 11.30 Uhr, als ich das einspreche im ATX, ein Plus von 0,29% zum Freitag. Auf der Gewinnerseite haben wir die Lenzing mit plus 2,7%, Do & Co. plus 2,2% und Strabag plus 1,9%. Auf der Verliererseite am Vormittag die Andritz mit 0,84%, die OMV mit 0,76% und die Post mit minus 0,6%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die OMV mit 6,5 Millionen Euro vorne liegt, dann Wienerberger 3,6 und die Erste Group mit 3,5 Millionen Euro. Immofinanz allein zu Haus, das kommt daher vom Cordoba 78 Cup, der in die Finalphase geht. Es sind noch 9 Titel drinnen, gestartet sind 78 Titel, 39 aus Österreich, 39 aus Deutschland. Am Freitag sind 2 Titel rausgefallen, nämlich Erste Group und Wienerberger. Und damit ist Immofinanz jetzt der einzige Österreicher gegen noch verbleibende 8 Deutsche. Jetzt wird jeden Handelstag bis zum 21.06. dem 45er von Cordoba der Performance-Schwächste aus diesen 9 Titeln rausfallen. Und ich lese dir nochmal vor. Airbus, BMW, Brenntag, Commerzbank, Heidelberg Zement, Immofinanz eben, Mercedes, Siemens und Volkswagen Vorzug. Zu den weiteren Nachrichten. Bei der CAIMO soll das Vorstandsteam Keegan Wishes, er wird jetzt der CEO werden, nach der Silvia Schmitten-Walgenbach, und der CFO Andreas Schillhofer sollen längerfristig an das Unternehmen gebunden werden. Und ja, Kontinuität ist wichtig. Der Aufsichtsrat wird mit den beiden Vorstandsmitgliedern Verhandlungen über eine Verlängerung der Mandate über die laufenden Funktionsperioden hinaus aufnehmen, heißt es. Das klingt ja gut und es soll auch eine zielgerechte Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden. Wie gesagt, das Unternehmen ist zuletzt aufgefallen durch sehr, sehr hohe Handelsvolumina an der Wiener Börse. News gibt es auch zur Verbundtochter APG, Austrian Power Grid. Da hat das Verwaltungsgericht Wien die rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalerneuerung der Enstal-Leitung, das ist zwischen Liezen und Wagrain, erteilt. Da geht es um ein Investitionsvolumen von rund 145 Millionen Euro. Ein Update hat Kontron gegeben zum Aktienrückkaufprogramm. Seit 3. Februar haben sie jetzt 462.000 Aktien zurückgekauft. Maximal können es bis 6. August 636.000 Aktien sein. It's time for the main. Ja, Main Event ist die erste Zeichnung über das Zeichnungstool First Place, das die Wiener Börse beim Jahresgespräch da vor wenigen Wochen angekündigt hat. Und es wird ein Bond sein und der Emittent ist sehr, sehr spannend. Das ist ein Wiener Tourismusunternehmen EPH Group und die begeben dann ab 19.06. einen Bond im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro, 7 Jahre Laufzeit, 10% Coupon und das Ganze soll monatlich ausgezahlt werden und mittelfristig ist offenbar sogar ein Börsengang geplant, denn die Wiener Privatbank, die da stark beteiligt ist, die schreibt im Newsletter, dass die Emission der Anleihe sowie die Vorbereitung des Börsengangs von der Wiener Privatbank eben als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse sowie der Frankfurter Bank M begleitet wird. Und Frankfurt, Deutschland als Stichwort zur EPH, ich habe dort Investor Relations mäßig einen Lauffreund von mir getroffen, den Max Fischer, mit dem ich jährlich rund um die Zierer Jahrestagung diesen Ziererlauf, er ist der Stammstarter, sagen wir mal so, er ist der, der immer dabei war bis jetzt und danke Max an der Stelle und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit rund um dieses spannende Listing zunächst einmal mit einem Bond.
Und Bank M und auch der Max, das zeigt, dass man sich auch offenbar sehr, sehr stark an deutsche Klientel da richten wird. Keine harte Pause, dann mit Börsegeschichte und damit bin ich bei der RBI. Die haben am 12.06.2009 konnten sie beenden ihre längste Serie unter dem eigenen Moving Average 200. Das waren damals 388 Tage. Und das zeigt auch, dass die Aktie ist immer wieder mal stark abgestürzt, dass sie sich aber auch relativ rasch immer wieder erholt hat in ihrer Börsenphase, weil 388 Tage ist im Vergleich mit anderen Titeln jetzt nicht so, so viel. Gut, ich habe dann weiters heute noch wieder mein normales Setup, nachdem ich am Donnerstag und Freitag so ein bisschen als Sommer-Setup probiert habe, hat das eventuell ein bisschen anders geklungen. Heute am Abend kommt die zweite Folge von 30x30 Finanzwissen pur. Da gibt es einen meiner Meinung nach sehr launigen Plausch mit Wolfgang Mateka. Da werde ich dann morgen dazu noch was. Es geht dann heute ungefähr um die Schlussrundenzeit live. Und wie immer gibt es finally noch ein bisschen Research. Brian Garnier & Co. stufen Valneva mit Kaufmann, Kursziel 13 Euro. Morgan Stanley bestätigt Verbund mit Equal Weight, geben Kursziel von 73 auf 70. Odo BHF stüft die Voestalpine mit Outperformen, nimmt das Kursziel von 40 auf 36 Euro retour. Barclays hat sich ebenfalls die Voestalpine angesehen. Fazit lautet Übergewichten, das Kursziel geht von 42 auf 40. Warburg bestätigt Fabersoft mit Kaufen, Kursziel geht nach oben von 26 auf 28. Und Goldman stuft die BAWAG finally mit neutral ein und das Kursziel, das bleibt bei 58,5 Euro. Gut, ich wünsche einen schönen Nachmittag, hoffentlich wird das Wetter besser und wir hören uns morgen. Tschüss und Baba.